Wie reagiert das Magnetwägelchen, wenn man den Strom einschaltet? Begründe deine Antwort. Sobald wir hier den Strom einschalten, wird diese Spule magnetisch. Und mit dem Korkenzieher werden wir leicht bestimmen können, dass der Südpol von diesem Elektromagneten sich rechts befindet und der Nordpol links. Hier haben wir also zwei Magnetpole, die gleichnamig sind. Die stoßen einander ab, also bewegt dieses Magnetwägelchen sich vom Elektromagneten weg. Zusammengefasst, das Magnetwägelchen wird vom Elektromagneten abgestoßen, weil zwei gleichnamige magnetische Pole sich abstoßen.